Der Spielball wird präsentiert von Modell 1, das Zentrum für Seeberatung in Pummersheim. Thank you.
Niklas Heidemann, bei WSV TV 4:1 gewonnen gegen Rödinghausen, direkt nach dem 5:1 gegen Fortuna Düsseldorf 2. Hat heute auf dem Platz alles funktioniert, vor allem in der zweiten Halbzeit? Ja, in der zweiten Halbzeit natürlich. Die Tore sind gefallen wieder. Jetzt 9 Tore in 2 Spielen ist schon richtig ordentlich. Man merkt es auch an meiner Stimme. Wir merken, du hast dich so gefreut bei den Toren. Die Stimme ist jetzt weg. Die Stimme ist schon weg leider. Ja, war super. Super Spiel wieder. Stimmung war gut. So kann es weitergehen. Auch wieder fast 3.000 Zuschauer heute. Trotzdem auf dem Platz beim Spielbeginn nicht so richtig reingekommen und dann früh in Rückstand geraten erstmal. Ja, früh in Rückstand geraten. Das Tor ein bisschen unglücklich gewesen. Aber dann haben wir auch das Glück auf unserer Seite gehabt, dass wir dann durch den Ballverlust direkt umgeschaltet sind, was uns stark macht. Und dann das 1-1 machen. Und dann lief es halt. Was war heute trotzdem schwieriger als letzte Woche, heute gegen Rödinghausen? Ja, ist natürlich eine starke Mannschaft, viele gute Einzelspieler in der Mannschaft, die es uns natürlich schwer gemacht haben. Und Platz war sehr tief, hat man jetzt auch zum Schluss gemerkt. Der war nicht mehr ganz so gut, der Platz, aber haben wir gut gemacht. Und auch sehr viel fürs Torverhältnis getan in den letzten beiden Spielen. Nächste Woche geht's nach Aalen. Mit was für einem Feeling, mit was für einer Einstellung geht's jetzt kommende Woche weiter? Ja, weiter, dass wir punkten. Wir wollen weiter punkten gegen den Abstieg. Und die Kollegen lachen, weil du so heiser bist. Ja, wir wollen weiter punkten, natürlich gegen den Abstieg. Die Punkte einsammeln jetzt und dann sehen wir weiter. Niklas Heidemann, vielen Dank. Dankeschön. Kevin Hagemann, dein 5. Saisontor heute beim 4:1 gegen Rödinghausen. War das wieder ein Sahnetag, wenn wir an letzte Woche Freitag denken? Heute auch wieder sehr viel für die Tordifferenz getan. Ja, das ist richtig. Also ich glaube, wenn man gewinnt und dann auch mit einem 4:1 oder wie letzte Woche mit einem 5:1, dann kann man auch von einem Sahnetag durchaus sprechen. Klar, es hat nicht alles gepasst, aber wir haben vieles richtig gemacht, sodass wir auch verdient gewonnen haben. Apropos nicht alles gepasst, kannst du nochmal diese Entwicklung beschreiben? Nach einer Viertelstunde in Rückstand geraten, 0:1. Es sah zu Beginn nicht so aus, dass es dann so ein Torfestival werden würde wie letzte Woche. Ja, wie du schon sagst, wir waren gut ins Spiel. Wir sind gut reingefunden, haben gut reingefunden. Ich glaube, durch einen Konter war das irgendwie, waren wir 2-3 Mal unaufmerksam, kriegen dann das Tor. Aber gut, das, was für uns spricht, ist unser Kampfgeist, unser Wille, was uns immer wieder zurückbringt und dann auch verdientermaßen gewinnen lässt am Ende. Bei den beiden Spielen 5:1 und 4:1, wie sehr ärgern dann noch diese Gegentore? Ach, um Gottes Willen, ey. Um Gottes Willen, wenn mir jemand sagen würde, ihr gewinnt immer 4:1, dann würde ich das Tor mitnehmen, glaube ich. Ich glaube, das wird auch jeder andere unterschreiben. Unterschreiben wir auf jeden Fall so. Jetzt geht's weiter nächste Woche gegen Rot-Weiß Aalen, anschließend hier gegen den SC Verl. Hat der WSV jetzt eine breite Brust oder geht man trotzdem immer noch mit sehr viel Demut an diese Sache? Nein, wir bereiten uns auf den Gegner vor, wie immer. Mit einer ganz normalen Analyse, stellen uns auf den Gegner ein, wie jeder andere auch. Und wie gesagt, man denkt von Spiel zu Spiel und man will jedes Spiel natürlich gewinnen. Und das ist ein Spiel von vielen in der Rückrunde. Also 5 Tore hast du auf dem Konto. Was ist da noch drin, die Saison? Ich hoffe einiges. Nehmen wir so. Kevin Hagemann, vielen Dank. Ja, danke schön.